So. Ah. Soll ich mal eben runterkommen, mein lieber Franz? Nein, wir begrüßen Rudi Jelinek, Bürgermeister der Stadt Essen. Ja, das ist ein bisschen Jelinek. Ich komme mal eben runter. Ich darf mich ja hier nie wieder blicken lassen, Essen. Ich komme aus Krefeld. Die sagen, pass mal auf, du hast hier Essenverbot. Ein Essen stehle sowieso. So, jetzt komme ich mal runter. So viel Zeit muss sein. Der Oberbürgermeister. Nur Bürgermeister. Ach, stellen Sie sich mal selber vor, Entschuldigung. Ja, ich denke mal, die Leute in Steele kennen mich schon, aber ich kann mich gerne noch mal vorstellen, dann wissen Sie auch Bescheid. Ja, mein Name ist Rudolf Jelinek, Bürgermeister der Stadt Essen. So. Herr Jelinek, jetzt haben wir das auch geklärt. Ja. Mein Name ist Christoph Etzbach, das ist gar nicht so wichtig, ich moderiere heute nur ein bisschen. Guck mal, ja, so geht's. Ein Respekt kriegt er auch noch. Nein, alles gut. Das war ja auch nur ein Witz als Krefelder. Herr Jelinek, er wird mir nicht mehr den roten Teppich ausrennen. Wenn ich ihn einmal noch mal falsch ausspreche, dann kriege ich auch wirklich wahrscheinlich nicht mehr den roten Teppich ausgeholt. Vielen Dank, dass Sie heute dabei sind und dieser schönen Veranstaltung hier beiwohnen. Jetzt bin ich noch nicht so ganz lange als Moderator hier dieser Vorstellung dabei. Wie sehen Sie denn diese Veranstaltung für die Zukunft hier? Ja, ich weiß ja nicht, ob die in der Zukunft weiter so gehen soll. Das kann ich natürlich jetzt hier nicht beurteilen, weil ich nicht der Ausrichter dieser ganzen Geschichte bin. Aber wenn Sie mich brauchen als Bürgermeister, um irgendwelche Eröffnungen zu machen, Ehrungen zu machen, eine schöne Rede zu halten, dann schreiben Sie mir und schreiben mein Büro. Ich gebe Ihnen gerne meine Karte und dann komme ich wieder. Das hört sich auf jeden Fall nach einem Plan an. Also Genehmigungsverfahren braucht man ja hier auch und da müssen wir natürlich auch gut gesonnen sein. Der Franz, der macht das ja schon hier, seit ist ja schon alter Hut hier. Und ja, also ich glaube, an uns liegt es nicht. Und wenn es nicht an Ihnen liegt, dann sind wir noch ganz, ganz viele Jahre hier, oder Franz? So, ey, guck schon auf die Uhr, ich muss weitermachen. Vielen Dank, Herr Jelinek, dass Sie da gewesen sind. Einen dicken Applaus nochmal für den Bürgermeister der Stadt Essen. Oh, mein lieber Scholli, ich bin heute in so viele Fetten. Nie mehr. Der Franz, der lädt mich nie wieder ein. Noch nicht mal mehr auf ein Bier. Ja, bestimmt. Franz, Pokalüberreichung nachher. Echt? Ja, das ist schön. Dann bleiben Sie uns dann noch ein bisschen erhalten. Ich hoffe. Es hätte ja sein können, dass Sie direkt weiterreisen. Bürgermeister sind ja manchmal immer auf den Sprung. Ne? Die müssen ja von einem Termin zum anderen. Shaking hands. Ah, da haben Sie extra Zeit genommen. Das finde ich schön. Vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Da hat er schon ausgemacht. Ja. Jetzt wird er noch gehetzt hier. Stand Nummer 38, VW Transporter, 1992 mit 7 Sitzen. Wer ist, meine Damen und Herren? Ja! Joachim Schramm hat dieses Gefährt hier hingestellt, abgestellt und gesagt, ich fahre keinen Meter weiter, ist mir alles zu teuer her. Nina Bockhoff, Schramm und Mia Schramm sitzen hier noch im Fahrzeug. Mia, das bist du, ne? Die in der Mitte. Das ist egal. Ihr habt heute so viel Spaß gehabt, glaube ich, ne? Oder? Ich habe es schon gehört, also mit einem Ohr, dass ihr auf so der Motorworld in der Zwischenzeit auch so begeistert gewesen seid. Wie oft wart ihr schon dabei? Erste Mal? Fünfte Mal? Und schon ACV-Aufkleber drauf, Franz, musst du mich irgendwie einweisen hier. Ja? Ja, sehr gut. Sehr gut gemacht. Also, der VW T4, wie er hier steht, ist der Kleintransporter, der Kleinbus der Marke Volkswagen Nutzfahrzeuge. Mit der Einführung des T4, VW interne Bezeichnung, das ist der Typ 70, im August 1990 einer komplett neuen Konstruktion. Ging nach 34 Jahren auch im Volkswagenwerk Hannover seit 1995 Sitz von Volkswagen Nutzfahrzeuge, die Ära des Heckmotors und Hinterradantriebs zu Ende. Tolles Teil, das Ding. Wirklich schön. Da kriegst du viel rein, ne? So Umzug, noch ein paar Kinder. Toll, dass ihr dabei gewesen seid. Nächstes Jahr wieder, zum sechsten Mal. Schön. Franz,
direkt schon die Unterlagen einreichen. Ne? Ich bin hier am Verkaufen, du merkst das, ne? Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich höre schon, wir müssen ein bisschen Gas geben hier. Wir sind in Eile, wir haben doch keine Zeit, meine Damen und Herren. Start Nummer 50, Mercedes-Benz R107 280 SL. Baujahr 1978, meine Damen und Herren, mit 185 PS bei 2746 Kubikzentimeter. Theo Schocke sitzt hier am Steuer. Der Beifahrer wurde hier mit NN nicht genannt. Ich hoffe, der ist genauso wichtig. Franz, geh doch mal ans Auto. Ich kann das von hier aus leider nicht ganz hören. Ja, meine Damen und Herren, ja, Mercedes, ne, steht für Qualität. Diese Farbgebung kennt man bei vielen historischen Fahrzeugen, dieses leichte, angehauchte Mintgrün, würde ich jetzt mal so fast sagen. Tolle Farbe, steht dem Oldtimer unfassbar gut. Und ich sage jetzt nochmal, schönes Fahrzeug. Toll, tolles Fahrzeug. Ja, man sieht viele davon, aber trotzdem, ich finde die immer wieder schön. Dankeschön, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, wir sehen uns auch nächstes Mal wieder. Hup nochmal kurz. Düdüdüder. Ja, also. Ja, früher hat man nicht die Leute erschreckt, die haben man einfach umgefahren. Ja. Würdet ihr daran erkennen, dass da kein Mercedes-Stern vorne drauf war? Das hat seinen Sinn.